Hallöchen ihr, der Nale 4. Und willkommen zurück bei Valheim, ihr Lieben. Ja, wo es weitergeht, hier zurück an der Stelle, wo mich die Wölfe in der letzten Folge richtig hart weggebumst haben. Ja, fernab der Heimat, hier ne, und so auf dem Gebirge. Ich habe endlich ja eins gefunden. Ja. Letzten Sonntag im Stream. Ja, ich bin nochmal hingefahren ja, mit der lieben Bertha. Und das ganze Ding, ja, hier ist die Glinde, Bertha habe ich schon mit reingepackt. Und ich dachte einfach, ey, cool, ich starte von hier aus diesmal. Ja, ich bin das letzte Mal hier oben gestartet und dann irgendwie rumgeeilt. Das war eine halbe Odyssee, bis ich endlich hier unten angekommen bin. Und jetzt dachte ich, ey, startest du hier? Und fährst einfach mal auf ganz entspannt hier straight rüber. Ja, Arschlecken war nicht. Hier das ganze Ding ist eine Insel. Das heißt, ich musste komplett hier einmal außen rumfahren. Und habe hier unten ein neues Biom entdeckt. Die Nebellande. Die mit Spinnennetzen und so einem Scheiß sumpfmäßig hier am Start sind. Ja, doch da will ich jetzt noch nicht hin. Ich will erstmal hier gucken, ne, und so, ob ich hier jetzt wirklich ja, den Wegpunkt finde. Ich hoffe es sehr. Ne, sonst raste ich aus. Und ich würde sagen, ich schaue einfach mal. Daumen drücken und so, ne, wäre cool. Und da kommt schon wieder ein Wolf. Auf die Schnauze. Wunderbar. So. Diesmal bin ich hier, ne, und so vorsichtiger. Aber ich muss sagen, diese Stufe 2 Wölfe, also 2 Sternwölfe, die sind echt richtig assi. Die rotzen wirklich hier einen abartig krassen Damage rein. So. Was haben wir hier? Da haben wir nix. Wie es scheint. So, ich sehe da hinten ist noch Ebene, ne? Da will ich aber noch nicht hin. Ah, das traue ich mir noch nicht. Bei den Kobolden, ne? Und so, die bumst mich nämlich noch härter weg als die Wölfe. So, ich würde sagen, ich erkunde einfach mal hier so, ne, den Rand auf ganz entspannt. Und schauen wir mal. Aber das mit diesen Obelisken hier, das ist schon geil gemacht. Auf jeden. Da oben stehen sie schon, ne? Die Lümmel. Steht's bereit? Oh, du Kackvieh. Jetzt kommt der auch noch. Die Drecksau. Ey, glaubst du nicht? Die haben aber auch echt eine abartig hohe Aggro-Range, ne? Diese Todeskito, das ist Wahnsinn. So, Drachen. Und noch ein Drachenei, das ist gut. So. Da hinten ist noch ein Wolf. Das ist auch noch ein Drache. Jawohl, das ist auch noch ein Drache. Nein. Komm auf, fahr weg, die Lurch. Jawohl.
Und die Wölfe, die, oh, komm mal, ja, richtig den Kopf nach hinten. So, 3, 2, 1. Der saß nicht, ne? Aber der saß, du Null. Patsch. Auf die Schnauze. Jawohl. So muss es laufen hier. Und nicht andersrum. Im besten Falle. Ne? Da ist wieder Sumpf oder sowas. Ich habe echt so das Gefühl, ne? Das hier ist eine Nullnummer. Irgendwie habe ich das Gefühl, das hier, das wird nichts, ne? So. Schauen wir mal. Vielleicht irre ich mich auch, ne? Und am End ist hier was. Da geht's wieder in die Ebenen über. Langsam vorpirschen. Ist überall Sumpf wie Sumpf wie Sumpf, aber ist ein Drache. Okay. Da auch noch einer. Gut. Aber, ich glaube nicht, dass hier irgendwas ist. Und das stimmt mich gerade so ein bisschen traurig, aber. Das ist echt schade. Allen Anschein nach soll es halt hier auch nicht sein. Und so. Grunz, grunz. Hier mal hier drin gucken. Ich glaube nicht. Das ist ja so ein Malerruhenstein. Achtung, er kommt im Lichte der Nacht, er jagt dir nach, so gib gut Acht. Mit sanften Schrittes, mit scharfen Zähnen, läuft bedächtig, doch beißt er zu mit aller Macht. Ja, ja. Da hinten ist noch so ein Steinkreisgegröße. Da hinten haben wir noch ein Drachenei. Aber hier sind Steinkreisdinger, ne? Da ist auch nichts drin. Das sind so wie. So die. Die ersten Anfänger für die Bunker, ne? Bevor hier, ne? Die Bomben fallen. Aber hier ist nichts, ne? Hier ist leider nie was drin. Das ist schade. Noch so ein bisschen Obsidian. Ein Frostpfeil und Gold.
Ein bisschen jault, aber sonst ist ja nichts, ne? Das ist schade. Also, der Berg, der war mal dezent. Für den Arsch. Okay, ist noch ein Häuschen. Da vorne pimmelt ein Golem rum. Vielleicht, ne? Wenn ich nicht trigger, komme ich vielleicht in die Truhe ran. So, ich schleich mal rein. Dann sollte das klappen. Hoffe ich. Wenn nicht, dann rumpumpelt der Lümmel. Hier gleich vom Allerfeinsten. Siehst du? Macht er schon. Gut. Ich geh weg. So. Ich bin hier draußen. Und ich sage, geh ich halt wieder zum Schiff. Hör mal, ist okay. Ich fahre zurück. Und such mir halt einen anderen Fleck. Ist halt so. So. Ist nur die Sache, wo und wie und was, ne? Ich meine, ich könnte hier drüben nochmal mein Glück probieren. Auf dieser Seite irgendwie. Und da einfach mal auf gut Glück hoffen, dass hier vielleicht noch Gebirge sind, die auch näher dran sind. Ich weiß nicht, hier war leider nichts. Deswegen fahre ich zurück. Und dann gucken wir einfach mal froh und heiter weiter. In der Hoffnung, irgendwo da jetzt mal was zu finden. Wäre eine coole Sache. Und so. Gönne ich mir ein Drachenei? Ich gönne mir ein Drachenei, komm, auf. Kein Platz im Inventar. Weil... Alter, ich zu viel Zeug habe. Komm, hier ist Harz. Lass mal da. Gut, den nimmst du mit. Gut, alles klärchen. Dann sehen wir uns gleich wieder hier. Hoffentlich lebend zurück. In der Basis. So. So, ne? Und hier, das meine ich, dieses Biom, das sind die Nebellande. Kann man da an den Spinnenweben gut erkennen. Mega, aber ich habe keine Ahnung, ob da jetzt schon irgendwelche Viecher uns rumlaufen. Richtig cool, bin ich gespannt, ey. Was einen da erwartet. Bestimmt irgendwelche fetten Spinnen oder so ein Bums und dann gibt's hier bestimmt einen Spinnenboss oder sowas. Das fände ich mega nice. Und es ist stockenduster. Ne? Also, coole Sache, ich bin sehr gespannt. Was da los ist, ne? Richtig, richtig gut. Ist auch deutlich größer, ne? Von den Bäumen her. Bis jetzt, glaube ich, das Größte an Bäumen im Spiel. Und so. Aber cool. Ist eine schöne Sache. Bin ich gespannt. Sehr gespannt. Sehe ich hier hinten etwa Berge? Hier auf der anderen Seite, in der Nähe von meinem Haus. Ja, tatsächlich. Alter, es ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Oh, ich mir ganze Schifferei ersparen können, hör mal, ne? Es ist ein Traum. Ist einfach nur ein Träumchen. Gut, ich würde sagen, ich gehe hier an Land. Gehe mal hoch in den Aal.
und schaue mal, was mich dort erwartet. Warte mal, hier, ne? Und so. Börter muss ich natürlich auch noch hier markieren. Ne? So. Ey, ich glaub's nicht. Ja, ja, komm, halt die Schnauze. Hör mal, verpiss dich. Es ist tatsächlich ein Berglein. So, warte, 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 warte. Jetzt mal das Schweinchen hier. So, dankeschön. Dann hauen wir hier den Hirsch noch rein. Dann geht er mal rauf. In der Hoffnung, hier was zu finden. Ihr Lieben, es wäre richtig nice. Sind es hier Ebenen? Kann das sein? Nee, das ist ganz normal, okay. Okay, schauen wir mal, ob das ein Berg oder ein Berglein ist. Ja, es zieht sich bis nach da hinten, ist schon mal gut. Ja, da hinten oben. Da ist eine Ruine. Oh, es sieht mega geil aus, ne? Übrigens, diese Felsformation hier. Und da ist eine Ruine. Da ist eine Ruine. Oh, ich würde es so feiern, wenn da jetzt was ist, hey. Das glaubst du aber. Ich würde es so feiern. So, also hier mal wirklich in aller Ruhe. Auf ganz entspannt. Da habe ich eigentlich noch 49. So, machen wir hier den Reinholdenstiefel da mal hoch und da gucke ich, ich hoffe echt, da muss was sein. Da muss was sein. Ne? Drei, zwei Sternewölfe und der Tod. Nee, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Bitte spiel. Mach sowas nicht. So. Das ist so geil. Es ist so cool. Auch wie hoch das ist. Da unten, da unten, da unten. Ganz klamm heimlich. Hat sie es versteckt. Oh, wäre es geil, wenn da was wäre. Wäre es cool. Ich will nicht mehr suchen, hey. Ich will echt nicht mehr suchen. Ich bin des Suchens müde. Ist irgendwie außen rum etwas? Auch nicht, ne? Schade. Schade.
Okay. Schade. Schade, schade, schade. Nichts gewesen. Okay, ich würde sagen, ich gehe das Gebirge einfach mal hier weiter und schau mal, ob da vielleicht doch noch was ist. Da hinten ist so eine. Guck mal, da. Da ist so eine. Da sind noch Drachen hier. Hier eine Menge. Aber da habe ich nicht gespottet. Yeah. Nice one. Aber der hat mich gespottet. Och, leck. Ja, ich verpiss mich. So. Lauter Klimbim. Da oben steht ein Skelett. Da Jeanette vom Skelett. Dass das hier steht. Das ist auch noch was. Größere Ruine, ne? Aber das muss nichts heißen, ne? Ist hier vielleicht irgendwie, irgendwo, irgendwas? In Rot. Ihr Lieben. Also hier. Innen drin ist nichts, wie es scheint. Mal außen rumlaufen. Jeden Winkel und jede Ecke gucken. War das nichts, ne? Da ist gar nichts. Oh, Alter. Schade. Schade, Mann. Okay, gut, dann auf geht's, weitersuchen. Aber es ist ein abartig großes Gebirge, ne? Ich meine, vielleicht findet man hier am Rand, da habe ich noch nicht geguckt, da könnte eventuell was sein. Ich weiß es nicht. Ich gönne mir nochmal eine Suppe. So. Da hinten ist was. Was leuchtet denn da? Nee. Was ist denn das? Boah, es sind drei Wölfe. Was leuchtet denn da hinten? Was ist denn das? Komm, Wolf, halt die Schnauze. Komm her, auf. Da hat irgendwas hier schimmert. Mal gucken, was ist denn das? Runenstein lesen. Opfere ihre Brut. Das ist er! Das ist endlich hier! Das ist es! Das ist der Beschwörungsstein? Für den vierten Boss? Oh, wie geil ist das denn? Oh, wie geil ist das denn? Oh, wie cool ist das denn, bitteschön? Ich hab... Okay, man kann die Dinge auch so finden.
Also vierter Boss Spawn. Okay. Alter, mega. Mega. Ich feier's. Ich feier's. Ich hab ihn gefunden. Endlich. Die Suche hat ein Ende. Das war ganz hier in der Nähe. Gar nicht mal weit weg. Alter, ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich habe ihn gefunden. Yeah, coole Sache. Das heißt, ich kann ihn endlich, endlich beschwören. Okay, was brauche ich dafür? Was? Ich brauche irgendwie hier Opferschüssel und ein Opferaltar. Ich vermute mal, hier kommen Dracheneier rein und ich glaube, hier brauche ich irgendwie Drachenkopftrophäen. Ne? Könnte das sein? Das ich brauche. Oh, wie geil ist das denn? Oh, wie geil ist das denn? Ich hab's gefunden, ich hab's gefunden. Ich freue mich. Die Suche hat ein Ende. Und das ganz ohne diesen Weg, wie sie. Ich bin mega, mega, mega happy. Ja, und gespannt, wie das Ganze hier dann ablaufen wird. Doch das Ganze erst in der nächsten Folge. Ich würde sagen, ich mache mir hier mal so ein bisschen den Weg auch frei, ne? Ich glaube, das Terrain sollte auch frei zugänglich sein, ne? Ich habe keine Ahnung, was er kann, aber es sollte schon, wenn es geht, möglichst eben sein auch, ne? Okay, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Es hat sich doch gelohnt hier. Boah, ich habe keine Ahnung, wie viel das Gebirge es jetzt am Ende hier gewesen ist. Alter, ich freue mich. Ich freue mich. Okay, also ein Gebirge, zwei Gebirge. Nichts gewesen. Hier hinten, kleines Mini-Gebirge, Nummer 3, nix gewesen. Hier Nummer 4, nix gewesen. Nummer 5, 6 Gebirge. Und hier das siebte und letzte. Das ist es gewesen. Ihr Lieben. Mega. Mega, mega cool. Ich freue mich. Und wie es genau hier weitergeht, das erfahren wir, wie gesagt, in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei wärt. Bis dahin macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.